Du bist noch bei der alten App, ne? Ich bin bei der super neuen App, Emmy. Then keep calm and genau. Da guck ich jetzt put your mal, photos inside. Woher das kommt, kannst du mal ja, vorstellen? Ja, ich kann die App mal starten. Ich stelle sie vor, denn keep calm ist ja keep etwas, was es seit Ewigkeiten schon calm gibt. Calm and carry on. Also, du konntest mir Emmy nicht sagen, wo und seit wann es das gibt. Ich habe die App allerdings schon komischerweise auf dem Telefon drauf gehabt. Das ist und sieht so aus. Ein ich mache mal was ganz Verrücktes, denn dieser Hintergrund, den ich da reingesetzt habe, den habe ich selber reingesetzt. Oh, so, das ist echt ein bisschen peinlich, dass Shop wir das nicht wissen. Weil das mich schon seit 1939 durch die britische Regierung ein Propagandaposter war. Keep calm and carry on. Und das Poster wurde nie veröffentlicht, war aber da bis zu seiner Wiederentdeckung im Jahr 2000 relativ unbekannt. Dann seitdem ist es sehr, sehr erfolgreich und da gibt es zum Beispiel alle möglichen Bücher, Poster, T-Shirts mit dem Aufdruck und man kann hier mit dieser App was drücke ich hier für Sachen? Ja. Kann man das verändern, so wie man das halt selber haben will. Ja, ich bin gerade dabei. Genau. Und dann hier, so. Nee, guck mal, musst du viel zahlen, nix. Ja, das ist erstmal die kostenlose Version. Innen drin kann man nicht sehr viel machen, ohne dass man was bezahlt. Meine ich. Das kaufe ich auch nicht. Warte. Nee. Ich will was suchen, wo man nichts kaufen muss. Hier, die. Ah, da muss man alles zahlen. Ich sag ja, da muss man ziemlich viel kaufen. Das ist aber hier, Also ist dafür, dass das so aber hier ist, ist das aber ziemlich hier. Ja, dann nehme ich das nicht. Es reicht mir auch ein einfacher Hintergrund, damit kann ich auch noch leben. Ich kann zumindest den Text hier oben ändern, ne? Ich kann natürlich auch Sachen einkaufen. Beziehungsweise hier mal so die Helligkeit anpassen. Was gefällt mir denn hier so am besten? Hier, dieses Orange finde ich ganz gut. Laut der App, den App-Herstellern, ist diese App, die wir gerade vorstellen, schon über 100.000 Mal runtergeladen worden. Ich weiß nicht. Ja, warum? Das kann sein, weil das halt sehr anders kann sein, ich weiß es nicht. Ja, ich meine, das ist so, es ist einfach, ne? Es sieht cool aus, das ist so ein ganz einfacher Druck, den man sich damit erstellen kann. Und das gibt vielleicht viele Leute, die das überfordert, irgendwie am Rechner zu machen. Und wenn man hier so eine leichte Vorlage dafür benutzen kann, ist Keep Calm and Carry On bestimmt eine feine Sache. Ist auf jeden Fall ein Posterhersteller, mit dem man eben dann ein Poster erstellen kann und sich zu Hause dann aufhängen kann, wenn man es dann bestellt hat. Das ist ein Posterhersteller? Ja, ja. Krasse Sache. Und auch ein Ikonenhersteller. Allerdings wir ist es kein Pausenhersteller. Fast Ikonen. Kann man sich selber zur Ikone nennen? Nee, ne? Ikonen? Doch, wir sind so russische Malereien von Heiligen. Ah, ja. Und das passt doch zu uns. Das passt ganz gut. einen schönen Abend wünschen wir euch. Macht's gut und besucht uns bitte mal auf Facebook. Bitte.